Willkommen zurück bei Explosion Man mit Herbert. Und vielleicht nicht ganz in alter Frische, haben wir gerade mal so 2 Minuten Auszeit genommen. Ein bisschen was getrunken, was auch gerade wieder hochkommt, so ein bisschen, also zumindest die Kohlensäure. Immer sehr von Vorteil. Ah, verdammt! Aber doch wieder ein bisschen gechillter. Ich weiß ja auch, was gleich hat er noch meint von wegen. Dann müsste er bei mich wieder zusammen. Ach, verdammt. Das war Panik. Das war schlichte, ergreifende Panik. Oh, jetzt schon. Nein, ich hab's beim letzten Mal und ich werde es hier auch nicht brauchen. Ich hab's beim letzten nicht gebraucht. Gebraucht hätte ich vielleicht. Benutzt habe ich nicht. Ja, egal. Ich hau hier heute einfach mal einen Fell nach dem anderen raus. Keine Planung warum. Schon innerliche Anspannung, weil es hier mit dem Studium losgeht. Ich habe sowas von keine Lust. Einfach überhaupt nicht. Ah, nein, 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 nein. So, yeah. Keine Ahnung, was das mit dem Ding da hinten zu tun hat. Da wird es bestimmt irgendwo einen lustigen Schaltplan für geben. Aber mir reicht, dass es funktioniert hat. Und das ist... Leck mich, Spiel. Bisher nicht viel gesehen, aber... Und weiter geht's. Bringt natürlich auch sehr viel, wenn sie hier, wenn sie da vorne 4 Plattformen haben und da nur eine dran und man quasi am Arsch ist, wenn man die falschen. Man ist nicht am Arsch, aber. Aber zumindest mal kommt nicht weiter, wenn man auf der falschen steht. So, hier, das sollte klappen, das hat geklappt. Und wir machen jetzt ja auch wirklich mal weiter. Sagte er und sprang in die Säurepfütze. Weil Wasser ja nicht tödlich genug ist. Und mir auch gesagt, für so ein reines Energiewesen ist Waschen wahrscheinlich eh nicht so angebracht. Ich denke mal, er kann sich direkt einfach runterspawnen. Interessiert mich auch gar nicht. Für den ist Waschen auf alle Fälle angebracht, für den Bärtigen, allerdings wahrscheinlich nicht in dem Zeug. So, hier komm. Wenn ich jetzt noch Leben zurückschaffe, bin ich glücklich. Und hopp. Nochmal hopp. Hopp, hopp, hopp und die hopp. Noch ein Häschen. Ah, verdammt, schon wieder Panik exploden. Okay, das scheint zumindest da auf der richtigen Plattform zu stehen. So, und oben bin ich. Ja, die extra Runde ist wegen eventuellen Kuchen. Also ich habe die auch von euch aufgegeben. Auch wenn ich jetzt hier erstmal überhaupt nicht vorankam. Ich überlege. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier Kuchen gibt? Zu hoch. Ja. Das sind halt die logischen Konsequenzen, die man ergreifen muss. Sorry. Und es war vollkommen umsonst. Wahrscheinlich gibt es danach noch einen dritten. So, ab dafür. Und zweite Etage. Weitere wahnsinnige Wissenschaftler, die wimmern vor sich hin winseln. Oh. Hm. Okay. Ach, da muss ich auch jetzt da oben diese Energiequelle deaktivieren. Alles klar. Ich bin interessiert, wie das da als Lampe nehmen oder sowas. Das wahrscheinlich verdammt teuer sein. So, und up, up and away. Oh, okay. Beim zweiten Mal klappt das doch auch mit Sicherheit mit dieser Plattform. Irgendwas sagt mir, dass das blöde war. Irgendwas sagt mir, dass das gerade sehr blöde war. Ich kann mir nicht helfen. So. Weiter geht's. Nächster Versuch, nächster Feldversuch. Und warum das so blöde gewesen sein soll, das kann ich euch gleich zeigen. So. Und. Okay, war es nicht. Die Tür geht gar nicht auf. Ich hätte lieber offen und wäre jetzt auch zugegangen. Allerdings, okay, das war scheinbar. Eine falsche da. Kann auch passieren. Oh, da ist der Kuchen. Alles klar. Hm.
Und ich fahre jetzt den Kamerad an. Ah, nicht ihr schon wieder. So, hier komm, sag du weg. Ja, und du auch weg. Wow. Das war nicht ganz so übel. Sorry. Oh, ja, sorry. Von wem, sorry. Das mache ich mit Absicht. So, wenn alles gut läuft, müssen wir jetzt eigentlich nur noch mal... Wenn er so ein Zeitlupentempo von mir wegläuft, geht das auch nicht. Das ist wahrscheinlich... Ja genau, es ist einfach nur so eine Aufmerksamkeitskiste, dass man das hier vergisst. Weil offensichtlich war es ja. So. Nie wieder so ein Endgegner. Der... Ich ringe mal um Fassung. Auch wegen dem Ding hier. Oh. Okay, das sieht kompliziert aus. Wir gucken mal, was da passiert, wenn ich den hier mache. Alles klar. Okay, ich hätte weitermachen müssen. Okay, alles klar. Wiederhole mich auch überhaupt nicht. So. Schön gechillt. Ab nach oben. What the f... Ach so, da rechts. Okay. Ja, da ist wieder so eine Sache mit der Perspektive von wegen kleines Mannequin-Steuer, was irgendwie... Ja, Kollege, das kannst du vergessen. Was irgendwie noch so 2 cm große auf dem Riesenfernseher. Kann ich einfach hier durchloaden, das wird auch einfacher. Nächster Versuch, nächster Anlauf. Wer hat noch nicht, wer will noch mal versagen. Wupp, in die Grütze. Dass wir so ein Grützebeck dahingestellt haben, ist auch ganz praktisch. Das dauert nicht ganz so lange. So. Nein! Knapp vorbei, ist auch daneben. Und nur weil es für mich aussieht wie ein paar Millimeter, ja, für Herbert sind es dann schon einige Zentimeter, die daneben gehen. Dezimeter, was weiß ich für Meter. Oh, fuck! Das sah gut aus. Geil. Besser, dass alle Dinge da auch kaputt kriegen. Und nicht in die Grütze! Okay. Wow. Das hätte es noch gebraucht. Okay, da ist wieder grünes Zeug. Aber egal, den Kuchen haben wir, da brauche ich auch nicht weiter genau reingucken. Hatten wir ja schon mal, dass wir in so ein Becken mussten. Na komm, vergiss es einfach. Du musst auch mal wissen, was Schluss ist. Sag dir ja und guck, wie lange wir auch aufnahmen. Und hopp. Nochmals. Und noch ein Slot hinterher, weil es so schön war. Ja! Gib's mir! Mach doch so eine Killer-Kombo, die man nicht schaffen kann. So. Wie, das war's schon? Kann ich jetzt gut sagen, aber... Also das ist mir auch schon bei Teil 2 aufgefallen, übertreiben es gerne. Wir machen dann gerne solche Kombos da rein, wo man sich denkt, ja jetzt ist mal gut hier und dann kommen noch mal viel von den Dingen. Also immer wieder diese gleichen Sachen, Wiederholung. Aber ist ja auch die zweite Welt, da kannst du auch ein bisschen anziehen vom Schwierigkeitsgrad. Nee, das Ding hat 5 Welt, dann drehe ich durch. Wieso gucke ich eigentlich schon wieder auf diesen Ladebildschirm, der ist total, mindfucking. Das ganze Spiel ist das eigentlich, aber egal. Oder dieser Bildschirm, der verspielt mal richtig. So, wo sind wir hier? Geht's da hinten irgendwo weiter? Da muss ich wohl nach oben. Oh, fuck! Alles klar. Warum auch nicht? Ich wollte gerade sagen, ich werde auch so ein bisschen misstrauisch, wenn man so große Areale einfach mal überspringt. Da könnte ja irgendwo was geben. Ah, das war blöd, das war sehr blöd. Okay. Wand runterrutschen und von unten rangehen. So. Ah. Schnauze. Jetzt fange ich ja auch schon an. Ja, eigentlich finde ich ihn ja immer noch ganz lustig. Okay, muss ich wieder hier von unten? Ja, das sind so die Sachen, die sich halt zu wiederholen in diesen Leveln.
Wahrscheinlich arbeite ich mich jetzt hier Ewigkeiten nach oben oder auch. Nee! Da war ein Checkpoint. Aber dafür diese offene Areale war wieder, wie gesagt, schon so ein bisschen irritierend. Man hat irgendwie das Gefühl, man verpasst hier irgendwas. Dass irgendwo in der Mitte irgendwas ist, was man nicht verpassen sollte. Nicht verpassen wollte und. Ach, jetzt bin ich hier in so einem. Ah, alles klar. Gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, nämlich, dass da hinten wirklich irgendwo der Kuchen versteckt lag. Und dass ich da jetzt irgendwo hin muss, um das Ding zu finden. Egal, wir gehen weiter. Das wäre vielleicht der zweite Kuchen, aber ich bin mir noch nicht mal ganz sicher. Nein. Das gucke ich mir nochmal näher an. Entschuldigung, das muss es sein. Also wir kommen da nicht rüber. Nicht ohne weiteres. So. Wir sind aber auch drüben. Und fallen in die Grütze, okay. Ich glaube, es war gerade sehr doof, den Checkpoint nicht zu nehmen und stattdessen Selbstzerstörung zu machen. Aber alles für den Kuchen! Bei dem ich nicht mal weiß, ob er hier existent ist. Das ist saudämlich, sowas zu machen wie ich hier. Das wollte eigentlich keiner sein, das sollte klar sein, dass. So. Hier ist er nämlich auch den Checkpoint. Nächstes Mal bin ich dankbar für den Checkpoint und hoffe mal, dass der Kuchen nicht da hinten war. Und wenn er da war, dann habe ich ihn deshalb vergessen, das wäre halt der zweite. Egal. Ich sehe da nicht unbedingt Wert darauf, jeden Kuchen mitzunehmen, wenn es halt gerade nicht klappt. Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen, schon wieder diese Nummer abzuziehen? Oh, 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 Vors! Hä? Okay. Das war was anderes. Ja. Das war eine schöne Variation, die ich in dem Moment eigentlich ziemlich bescheiden fand, weil ich jetzt gerade echt nicht gecheckt habe, was das Spiel da von mir wollen. So. Aber egal, bei denen den kapiere ich, was sie von mir wollen. Oh, und das war's nicht. Ja, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Das ist. Da war hier wieder hin. Wieder das Fass mitnehmen. Und hier jetzt aufpassen, dass ich es auch wirklich erwische. Und schwupp, in einem wunderschönen Bogen. Schön parabelförmig. Oh, das war. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Alles klar. So, da muss ich da jetzt wieder runter. Wow. Hä? Oh, verdammt! Leute. Okay, es wird schwerer. Es wird schwerer. Bleiben wir frohen Mutes. Rede nicht am Rad. Fangen wir an zu fluchen und machen einfach weiter. Wollt ihr überhaupt noch weitermachen oder ist die Folge eigentlich schon wieder zu lang? Was heißt schon wieder? Ist mir noch nicht passiert, aber. Nope. Sorry, das musste mal sein. Kann ja auch gleich mal Cut machen, das passt dann auch sehr gut, wenn ich hier durchkommen sollte. Puh. Das war nicht gut. Das schon. So, das auch. Ich wollte gerade schon sagen, das nächste wird wahrscheinlich wieder nicht gut sein, aber das, was jetzt kommt, wird einfach nur noch übel. Und hopp. Oh, komm, aufladen. Nein. Wieso? Und wie soll das funktionieren? Und was glaubt ihr, in welcher Folge wir erst beantworten werden diese Fragen? Ja, in der nächsten, nicht mehr in der. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.